Und damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zurück, werte Zuschauer und auch werte Zuschauerinnen auf diesem Kanal zu unserem heutigen Deckprofile. Nach dem Adventskalender 2019 mit dem Kuribo auf dem Cover habe ich mir überlegt, jeder, der sich diesen Kalender kaufen tut, hat bestimmt auch Lust, sich das Kuribo-Deck zusammenzubauen. Und deswegen bin ich heute da, weil ich wette mit euch, keiner von euch kann dieser wunderschönen kleinen Fellkugel widerstehen. Kleines Intro, freut euch auf mein persönliches Lieblingsdeck, das Kuribo-Deck. Bis gleich. Und willkommen zurück, da sind wir wieder. Jetzt schauen wir uns das Deckprofil an sich an. Was wird im Kuribo-Deck überhaupt gespielt? Na klar, darf er nicht fehlen, die Standardkarte, der Standard-Kuribo. Metal Raiders lässt grüßen, die älteste Handtrap der Welt. Wenn wir Kampfschaden erhalten würden, können wir ihn von der Hand abwerfen und wir erhalten keinen Kampfschaden mehr. Aber das ist auch bloß Mittel zum Zweck, denn der Kuribo enabled eine Link-Mechanik mit seiner Karte vervielfachen, um viele kleine Tokens aufs Board zu kriegen und aus dem Token sich eben für die vielen verschiedenen Link-Monster aufzubauen. Dreimal darf er nicht fehlen. Ich baue uns das hier mal richtig fein säuberlich auf, dann brauchen wir zum Schluss nämlich keine Kartenliste. So, dreimal der Standard Kuribo. Frisch aus dem Adventskalender. Wir hatten ihn ja schon vorher in Super aus dem Spiel, aber jetzt nochmal als ultra-raren Upgrade haben wir den geflügelten Kuribo. Ja, wenn er auf den Friedhof gelegt wird, erhalten wir für den Rest des Zuges keinen Kampfschaden mehr. Mega nice, ebenfalls können wir ihn suchen, genau wie den Standard-Kuribo, mit der Flöte der Kuribo-Beschwörung. Und somit haben wir beispielsweise ein Licht- und Finsternis-Monster im Grave. Mega gute Karte, aber nur auf 2 reicht er vollkommen aus. Weiter geht's mit nicht den Link-Kuribo, sondern dem Reling-Kuribo, zu Deutsch der Aufgeh-Kuribo. Ja, Reling-Kuribo, kleines Trivia, das Relinquished hat ihn parasitiert und hängt an ihm dran, deswegen heißt er im Englischen Reling-Kuribo und auf Deutsch Aufgeh-Kuribo, von der Karte aufgegeben. Ja, das ist unsere kleine Draw-Engine des ganzen Decks. Wenn er durch ein Monster tributiert wird, durch den Link-Kuribo aus dem Grave beispielsweise, dürfen wir eine Karte ziehen. Des Weiteren, wenn ein Monster durch uns zerstört werden würde, können wir diese Karte aus dem Grave entfernen und das Monster am Zerstören hindern. Ähnlich wie die Rückkehr der Drachenherren bei den Level 8er Drachen. Mega gute Karte, wie gesagt, unsere Draw-Engine. Und Finsternis-Monster, was möchte man mehr? So. Weiterhin spiele ich nicht 3, sondern nur noch 2 durchsichtige Kuribos aus dem Moviepack der Dark Side of Dimensions Displays. Der durchsichtige Kuribo, wenn wir angegriffen werden, können wir ihn aus dem Friedhof entfernen. Dann können wir eine Karte aufdecken aus unserem Deck. Es ist eine Monsterkarte, dürfen wir die Monsterkarte spezial beschwören und der Gegner muss diese Karte angreifen. Ein weiterer Stall-Effekt und wieder ein Lichtmonster für den Grave. Ebenfalls hervorragend, weil Kuribo ist ja dafür da, um zu stallen. So, weiterhin mit die wichtigste Karte des ganzen Sets. Das ist auch frisch aus dem Adventskalender der Kuriborn, unsere Wiederbelebungskarte der Kuribos. Wenn wir angegriffen werden, können wir den Kuriborn aus dem Friedhof entfernen und eine beliebige Anzahl Kuribo-Monster aus unserem Friedhof zurück aufs Feld beschwören. Ja, damit können wir locker flockig, wenn wir den Kuriborn entfernen, 5 verschiedene Kuribo-Monster aus dem Grave wiederbeleben. Und des Weiteren, wenn ein Monster von uns zerstört werden würde, können wir ihn von der Hand abwerfen und das Monster wieder zurückholen. Auf 3 in diesem Deck prädestiniert. Und wie gesagt, eine Lichtkarte für den äußersten Notfall. Weiter geht's mit dem wunderschönen Regenbogen-Kuribo. 2-mal in diesem Deckprofil für euch. Der Regenbogen-Kuribo hat 2 Effekte. Einmal, wenn wir angegriffen werden, können wir damit ein gegnerisches Monster ausrüsten und das Monster kann nicht mehr angreifen, also hindert dem Gegner uns damit, ein OTK zu rücken. Und des Weiteren, wenn er am Friedhof liegt, können wir ihn aus Feld zurückrufen, aber er wird danach verbannt. Also auch nochmal ein weiterer Stall-Effekt und ein Lichtmonster. Was möchte man da auch wieder mehr? Ebenfalls frisch aus dem Adventskalender spiele ich als One-Off den Künstlerkumpel Kuribubble. Ja, Weihnachten ist noch nicht, aber er
ist schon mal mega geil mit im Kuribu-Deck. Wenn wir einen Angriff erhalten, können wir ihn spezialbeschwören und erhalten dann die gleiche Anzahl Lebenspunkte, die wir am Kampfschaden erhalten würden. Aber als One-Off vollkommen ausreichend. Sollten wir in einem Turnier beispielsweise kurz vor dem Ende des Timeouts mit dieser Karte nochmal einen Angriff hindern, können wir nochmal Lebenspunkte generieren und haben somit mehr Lebenspunkte als der Gegner. Und wir gehen ins Timeout und beenden das Spiel mit mehr Lebenspunkten als der Gegner, weil wir können uns auch 40 Runden lang durchstollen mit den ganzen Freunden. Ja. Weiterhin zu den Zauberkarten spiele ich dreimal mit die wichtigste Karte zu dem Kuribo selber. Das Vervielfachen aus dem Kuribo werden dadurch fünf Kuribo-Tokens. Mit diesen Token bauen wir uns was in der Link-Mechanik auf. Was möchte man da mehr? Als Schnellzauberkarte fungiert sie auch. Man kann sie also im gegnerischen Spielzug sowie Sündenböcke auch auf seine Kuribos aktivieren, also auf den Standard-Kuribo aktivieren und hat somit auch noch ein bisschen Schutz. Aber wir bauen uns damit eher was im Link-Format auf. Als kleines One-Off im ganzen Deck spiele ich noch einmal die Wiedergeburt mit dem Angstschlüssel auf dem Cover, also die Lost Art. Ich warte immer noch, dass wir am TCG den Ankuribo bekommen. Der lässt die Karte nämlich suchen und belebt uns was wieder. Aber der Ankuribo ist leider bei uns im TCG noch nicht da. Auf dem Cover der Karte Paladin Orakel Mana ist ja schon mit drauf. Hat mich ein bisschen enttäuscht, dass der Malwitzkalender nicht mit bei war. Aber Wiedergeburt muss so lange drin bleiben, bis der Ankuribo bei uns dann auch erhältlich ist. Na, so. Weiterhin an Zauberkarten spiele ich für die Kuribo und den geflügelten Kuribo die Flöte der Kuribo-Beschwörung. Die gab es ja jetzt auch nochmal als Reprint in den Adventskalender. Mit der Flöte der Kuribo-Beschwörung dürfen wir einen Kuribo oder einen geflügelten Kuribo aus dem Deck holen. Reduziert das Deck, wir können uns den Kuribo auf die Hand nehmen, um Monsterangriff zu stallen. Oder wir beschwören uns einen geflügelten aus dem Deck, um wieder keinen Kampfschaden zu erhalten. Oder wir holen uns den Kuribo und machen mit Vervielfachen unsere Link-Mechanik. Dreimal Pflicht in dem ganzen Kuribu-Deck. So, als One-Off im ganzen Deck spiele ich das törichte Begräbnis als One-Off. Das törichte Begräbnis erlaubt es uns, beispielsweise den Kuriborn vom Deck in den Friedhof zu packen, um auf alle Fälle den Schutzeffekt zu haben, wenn wir angegriffen werden, dass wir alle anderen Kuribos wiederholen können. Aber ich brauche die Karte nachher noch für was anderes. Des Weiteren einmal One for One, auch nochmal im Adventskalender drin gewesen, als Reprint. Pflicht, das sind alles Level 1 Monster, wir können damit einfach alles suchen, was wir gerade möchten. Und eine Karte abwerfen, ebenfalls, das blendet ganz schön, ist egal. Hervorragend, wenn wir eine Karte abwerfen können, weil die haben ja noch alle Friedhofseffekte. One for One, ebenfalls prädestiniert für unsere aufblühende Blumenzwiebel, die wir als Sondermonster noch mit drin haben, weil es ist ein Free Special, wenn wir eine Karte millen und wenn wir eine andere Kuribu-Karte millen. Hervorragend, dass sie dann ihre Friedhofseffekte wieder haben und die Blumenzwiebel, aus der wir uns dann ganz einfach zwei Link-Kuribus bauen können. So, einmal die Blumenzwiebel mit nach rechts oben. Kommen wir zu Fallenkarten. Da spiele ich dreimal den ausgeglichenen Zweikampf. Der ausgeglichene Zweikampf hat den netten Effekt, dass an der Ende der Battlephase, wenn der Gegner mehr Karten kontrolliert als wir, können wir die Karte zünden und der Gegner muss alle Karten von seiner Spielfeldseite verdeckt verbannen, dass er die gleiche Anzahl Karten auf dem Spielfeld hat wie wir. Mega lustig, sagen wir mal, wir stallen mit drei Kuribus, drei Angriffe, dann haben wir nichts auf dem Board, zünden den ausgeglichenen Zweikampf von der Hand und der Gegner hat sein Board verloren. Und da wir durch die ganzen Schutzeffekte sowieso nachher keine Monster mehr haben, ist die Karte prädestiniert zum Kuribu-Deck. Wir haben hier sehr viele Finsternismonster, deswegen spiele ich zweimal das Kartenvernichtungsvirus, einmal im klassischen Artwork und einmal im neuen Artwork. Das Kartenvernichtungsvirus ist mega broken im Kuribu-Deck, weil das sind alles Monster, also die Hälfte davon sind Monster mit 1500 oder weniger ATK und sie sind vom Typ Finsternis. Sie passen hervorragend zum Kartenvernichtungsvirus. Und wenn wir First Turn einen Link-Kuribo hinpacken oder einen normalen Kuribo und zünden im gegnerischen Zug das Kartenvernichtungsvirus, verliert er alle Karten von seiner Hand, die über 1500 oder mehr ATK haben
Und beispielsweise Blue Eyes hat dann schon ein Riesenproblem, wenn sie keine starken alternativen Drachen oder Blue Eyes oder irgendwas anderes auf der Hand haben, wenn sie einfach nicht frisch belegt werden. Die Karte hat ein kleines Errata bekommen. Der Gegner darf dann noch 3 weitere Karten von seinem Deck zerstören. Das sollte uns aber auch nicht stören. Und der Gegner kriegt diese Runde keinen Schaden. Ist nicht weiter schlimm. Eine Runde mehr oder weniger überleben die Kugelbus auf alle Fälle. Kartenvernichtungsvirus, mega broken im ganzen Deck. Das zum Standard Kuribur Deck, aber alleine können die Fellknolle nicht überleben. Deswegen kommen dann noch ein paar Bosskarten dazu. Die Rede ist von 2x den dunkelsten Diabolos, dem Herrn der Höhle. Diese Karte wird spezial beschworen aus der Hand oder aus dem Friedhof, wenn ein Finsternismonster tributiert wird. Jetzt kommen wir zur Mega-Strategie. Das Kartenvernichtungsvirus sagt, wir sollen ein Finsternismonster tributieren. Wir tributieren ein Kuribo, kriegen Diabolos sofort dafür aus der Hand oder aus dem Grave. Des Weiteren, wenn der Reling-Kuribo tributiert wird durch den Link-Kuribo, dürfen wir eine Karte ziehen. Diabolos triggert seine Effekte von der Hand und kommt wieder. Und egal, wann ein Link-Kuribo vom Friedhof den Effekt aktiviert, ein Level-1-Monster auf dem Feld tributieren möchte, ja, es wird tributiert und wir kriegen instant Diabolos als Beatstick, der nicht als Ziel für Karteneffekte gewählt werden kann. Er kann nicht gekaijut werden. Das ist schon eine kleine Bosskarte. Jeder, der gegen Lair of Darkness gespielt hat, kennt den Freund. So, die beiden aber nicht alleine als 3000er Beatstick. Nein, ich spiele noch einmal den Blackluster Soldier, den Envoy of the Beginning mit dazu. Wir haben genug Licht- und Finsternismonster, die wir aus dem Grave entfernen können, für den BLS und sein Pendant, den Chaos Imperator an den Gesandten des Endes, ebenfalls mit dazu. Ja, Invasion of Chaos lässt grüßen. Wir haben genug Ziele, um sie aus dem Friedhof zu entfernen, für die beiden Bosskarten. Ich weiß, die Hälfte von euch mag bestimmt den Chaos Imperator auch nicht, weil er ja einen Errata bekommen hat. Stört aber nicht in dem ganzen Deck, weil wenn wir die ganze Hand von uns abschmeißen können und die Hand des Gegners abschmeißen können, haben wir wieder die ganzen Schutzeffekte der kleinen Kuribos im Grave, um wieder schön weiter zu stallen. Ja, wenn ein Kuriborn im Friedhof liegt, warten wir einfach auf den gegnerischen Angriff und dann haben wir wieder 5 Monster da. Und der Gegner soll uns erstmal zeigen, dass er mit einer Karte wieder zurück ins Spiel kommt. Ist zwar nicht mehr so schwer im heutigen Format, aber die beiden Kombinationen sind schon mega nice. Ja, man könnte 2 BLS spielen, aber ich finde die Kombination, das Package, immer echt klasse. So, und jetzt zu meiner ganzen Geheimwaffe des ganzen Decks. Ich weiß, ihr haltet mich für verrückt, aber ein paar Handtraps braucht das Deck auch. Und da das Deck ein bisschen was eine persönliche Note bekommen sollte, habe ich mich entschieden, ich spiele eine Aschenblüte, um den Gegner am Ziehen zu hindern. Sollte jedem selbsterklärend sein. Dann spiele ich einmal den Geisterogre und Schneehasen. Gerade für die Guard Dragons oder für, sagen wir mal, Eternal Soul bei den dunklen Magiern, wenn eine offene Karte ihren Effekt aktiviert, bricht der Geisterogre das Board, ob er den Guard Dragons den Agapain weg und das Deck hat verloren. Die beide. Weiterhin auch einmal die Geisterschwester und gruseligen Hartriegel, was ich euch vorhin schon erklärt habe mit den Lebenspunkten generieren des Kugelbubbles. Ja, die First Turn aktiviert und wenn der Gegner dann mit seiner Orkus oder so Linkmechanik loslegen will, haben wir das Spiel einfach mal 20.000 Lebenspunkte. Und die soll der Gegner erstmal runterkriegen, wenn wir uns eben totstollen. Deswegen spiele ich sie alle als One-Off. Aus dem einfachen Grund, wenn man alle 5 auf der Startseite hat, kann man was mit anfangen. Sollte man beginnen mit 3 Aschenblüten, da sieht es schon eher schlecht aus. Deswegen einmal noch das Geistermädchen und Spukhaus, falls Friedhofseffekte aktiviert werden oder Wiedergeburt oder irgendwas anderes, was im Friedhof gesucht wird, zum Annullieren. Und last but not least, ja, ihr haltet mich wie gesagt für verrückt, den Geisterschnitter und Winterkirschblüten auch als One-Off. In dem Extra-Deck, was ich benutze, alle Karten da drin werden irgendwo gespielt und sei es der Link-Kuribo, den man vorzeigen kann, um den Gegner wegzunehmen. Ja, und wenn der Gegner schon einen Link-Kuribo hat, ist es auch echt mies für ihn. Aber die Geisterschwester ist schon gar nicht verkehrt, gerade im Kaliber-Lade oder im Kaliber-Schwertdrachen. Man kann den Gegner heutzutage fast alles wegnehmen. Und falls es mal gar nichts bringen sollte, weil es das Spiel schon im Gange ist, kann man auch sie benutzen, um mit dem Kartenvernichtungsvirus zu arbeiten. Ja, deswegen auch als Finsterniskarte oder der Geisterogre als Lichtkarte, als Ziele für Black Duster Soldier und Chaos Imperator Drachen. Ja, das zum 40-Karten-Main-Deck. Ich ziehe es nochmal ein bisschen runter, damit ihr nochmal alles auf den Überblick habt. Kann ich euch sagen, das ist der perfekte Bild, den ich für mich gefunden habe. Machen wir einen kleinen Cut, dann kommen wir zum Extra-Deck. Und dann werden wir zurück zum Extra-Deck.
ja, aus 5 Kuribo-Tokens, also aus Kuribo unvervielfachen, werden 5 Tokens gebastelt. Und diese 5 Token erlauben es uns, um die Link-Mechanik zu gehen. Deswegen besteht unser Extra-Deck aus 14 Link-Karten. Ja, 14. Ich habe auch noch ein kleines Gimmick mit dabei, was ich sehr schön finde. Und zwar erstmal zu den 14 Link-Karten. Dreimal der Standard Link-Kuribo. Ja, sollte selbsterklärend sein. Level 1 Monster tributiert. Also unser Kuribo tributiert. Und damit stallen wir so lange, bis der Gegner fast wahnsinnig wird. Dreimal darf er in diesem ganzen Deckbild nicht fehlen. Weiterhin, falls wir mal Monster mit unterschiedlichen Namen brauchen und die Dinger zählen als normale Monster, einmal die Linkspinne, um da mal in Sayuya zu gehen. Wir brauchen ein Monster mit unterschiedlichen Namen. Passt die Linkspinne mit gut dazu. Weiterhin als nostalgische Karte den Proxy-Drachen. Der Proxy-Drache einfach aus 2 Monstern ein Link-2-Monster basteln, um sich schlussendlich was Höheres auszubauen. Das Package des Albtraumritter Phönix, um eine Zauberkarte zu schießen und Karten zu ziehen. Mit seinem Bruder, dem Gegenstück, den Cerberus, ebenfalls um ein Monster, was spezial beschworen wurde, zu bouncen und dann eine Karte zu ziehen. Wenn die beide dabei sind, darf das Einhorn auch nicht fehlen, um eine Karte zurück ins Deck zu mischen und eine Karte zu ziehen als Link-3er-Bindeglied, falls man einen extra Link machen möchte. Und wenn die Pfeile nach unten zeigen, brauchen wir Pfeile, die nach oben zeigen, ebenfalls mal zum Extra-Link basteln, der Dreigatterzauberer, um sich ein unschlagbares Board mit Phönix, Cerberus und Dreigatterzauberer zu basteln. Auch nicht schlecht. Weiter als Link-3er, mit Diabolos sehr leicht zu basteln, der schwarz glänzende Soldat, der Soldat des Chaos. Ja, aus ein paar Kuribo-Karten und dem Diabolos, dem Herrn der Höhle, oder beispielsweise einem Chaos-Imperator oder Blackster Soldier, normal lässt sich der schwarz glänzende Soldat, Soldat des Chaos bauen, damit das alle seine Schutzeffekte hat. Ebenfalls mega nice. Wie ich schon gesagt habe, die Linkspinne und so weiter lässt es uns auch ermöglichen, in Sayuya Schädelschrecken zu gehen, um mal Karten zu ziehen. Falls wir wirklich nichts haben, um uns zu schützen, können wir damit 4 Karten nachziehen und dann hoffentlich was Gutes dabei haben. Außerdem Free Special von der Hand, um beispielsweise einen weiteren Kuribo von der Hand zu rufen, wo wir dann wieder was vervielfachen können, um wieder was aufzubauen. Ja, ist schon nicht schlecht. Aber es ist mehr eine glücksabhängige Karte. Ja, das Package vom stinknormalen Kaliber Schwertdrachen. Der sollte auch jedem selbsterklärend sein. Genau wie, ich finde den immer noch besser als den Kaliber-Schwertdrachen, den Kaliber-Ladedrachen. Und als letzte Link-Karte den MacRitter Crusadia Aframax. Also ich finde, das Ding ist mega broken. Man kann nur noch ihn angreifen. Also, ja, wer Aframax kennt, der weiß, wie ekelhaft es sein kann, wenn er einem gegenübersteht. Ja, das zu den 14 Link-Karten und zu meinen kleinen Topping, den Nummer 54 Löwenherz. Aus den ganzen Level 1 Monstern können wir uns auch ein Löwenherz basteln, was, wenn es angreift, den Gegner den Schaden verursacht. Ja, zum Spiel beenden auch mega nice. Und 3 Level 1 Monster aufs Feld zu kommen, sollte im Kuribo-Deck nicht schwer sein. Ja, das zu meinem Extra-Deck. Dann zeige ich euch noch ein paar Replays, wie das ganze Deck so im Spiel aussieht. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht beim Zusehen eines Deck-Profiles. Bis zum nächsten Mal, euer Nightmare.
表情を一つ変えてはくれない。